Saddle, moin moin und herzlich willkommen hier unten zu einer neuen Folge Miss Survival. Wir sind wieder zu Hause, ja, müssen jetzt erstmal die ganzen Sachen einräumen, die wir in der letzten Folge unseren Nachbarn geklaut haben, ja. Was ich ganz interessant fand und cool war natürlich Lebensmittel hier in die Küche packen, ne? Ich glaube Boost packen wir auch mal da rein, da ist noch eine Cola. So, da ist die Autobatterie. Die müssen wir gleich ganz schnell hinten reinpacken. Ich weiß nicht, wo sollen wir erste Hilfe hinmachen? Könnte man vielleicht mal hier reinmachen, ne? So. Das sind Matches. Nein, Rack. Da ist eine Bandage, die kann da rein. Ich habe eine Kartoffel und Salz. Die könnten wir eigentlich auch noch hier reintun. Salz und Kartoffeln. Da ist noch eine Kartoffel. Oh, die müssen wieder einzeln sein. Cooking Ingredients. Okay, also zum Kochen. Müssen wir mal gucken. Könnten wir hinten wirklich zusehen. Haben wir sogar noch ein paar. Dass wir das andere Zeug einfach hier reinbekommen. Das ist schon wieder voll. Denn ich vergesse es immer und immer wieder. Wir haben ja mit B hier noch ein zweites Structure Building Menü, ne? Den Cooking Pot hier, den möchte ich heute als erstes mit dir zusammen machen. Dafür brauchen wir zwei Seile, würde ich jetzt mal sagen. Zwei Metal Scraps und fünf Sticks. Mal gucken, ob wir die irgendwo haben. Schauen wir mal nach. Da haben wir schon mal zwei von denen. Hardstick. Reichen die? Ich will immer Tab drücken. Ich weiß auch nicht warum. Normale Sticks brauchen wir. Okay, und zwei Lashing. Dann können wir mal gucken, was wir dafür brauchen. Das ist Branch. Das ist auch Hardstick. Wo kriegen wir denn die normalen Sticks her? Können wir die vielleicht auch machen hier? Gucken wir mal. Stick machen wir aus Branch. Okay. Also können wir die anderen schon wieder zurück tun. Hep, hep. So. So, und wir brauchen hier für 5 Stück. Das heißt, wir brauchen 5. Oh nein, nicht schon wieder 5 von denen. Nicht schon wieder 5, wir haben genau 5. Ha! Okay, natürlich alles so geplant. So, lass doch mal gucken. 2 Lashings, das haben wir jetzt. 5 Sticks, die machen wir über I. Und guck mal, so langsam werde ich dann auch ein bisschen schneller. 3, 4, 5. So, craft yourself, bitteschön. Dann haben wir das. Dann können wir das nämlich schon mal übers Feuer packen und unsere Flasche da, die wir haben, abkochen. Das ist meine Intention dahinter, ja. So, dass es mal was weitergeht. Lashings brauchen wir 2. Die waren, glaube ich, hier unten, ne? Das heißt insgesamt 12 Tree Bark und 16 Blätter. Warum denn 16 Blätter? Wir haben 7, aber jetzt weiß ich, was du meinst mit sammel sie, du wirst sie noch brauchen, ne? So, da haben wir die hier. Ist noch irgendwas hier hinten drin? Ich glaube nicht, ne? Da ist ein Baseballschläger. So, da ist auch nichts drin. Das heißt, wir könnten schon mal eins machen. Nein, wir brauchen Blätter. Juhu! Juhu! Okay, also, Blätter sammeln. So, ich war so frei und habe die Blätter mal gerade gesammelt. Ja, aber bevor wir daraus jetzt die beiden Seile machen, gehen wir noch fix hier hin und packen schon mal die Batterie in den Motor. Die hatten wir auch gefunden. Das ist die, die muss... Wo muss die hin? Hier hin, ne? Ja, bitte rein da. Danke. Ich hoffe, hier kommt kein Mist-Event oder so. So, das war Zündkerze, habt ihr gesagt. Die müssen wir dann auch noch finden. 3 Liter 48 sind drin, ne? Wir brauchen noch 3 Räder. Also ich denke, der Kollege hier, der wird Priorität Nummer 1 werden. Damit wir uns schneller fortbewegen können. Weil wir können nicht immer 85 Trillionen Kilometer weit latschen, ne? Feuer kann man übrigens auch drin machen, habt ihr gesagt. Auch dafür wieder danke. So. Aber jetzt steht's draußen. Jetzt lassen wir es jetzt mal draußen. Jetzt müssen wir hier 2 Stück machen. Jawohl. So lang dauert das. 30 Minuten. Für 2 Seile. Okay. So, und jetzt hatten wir hier den Kochtopf, ne? Mal Tür auf. Und den kann ich jetzt hier drüber stellen, ne? Mehrere Sachen übereinander, geht das? Geht, wunderbar. Dann Start Build, machen wir gerne. Kann ich mal gucken, ob wir jetzt hier E-Interact. Kann ich jetzt hier 4 Liter Maximum. Kann ich das hier reinpacken? So. Das ist die Frage. If working. Jetzt hat er hier 2 Liter drin, ne? Aber hier kann ich nur Meat Stew machen und Vegetable Stew. Oder kann ich das hier mit abkochen? Render Fat, Cook. Ah, der hat kein Feuerholz hier drin, ne? Der braucht bestimmt Feuerholz, aber dann müssen wir erstmal das andere Zeug wegräumen. So. Auch sehr clever, dass wir die Türe offen lassen.
kommt wieder Edis Logik. Alles rein da. Weg ist es. Und wir haben Ruhe. Kriegen wir jetzt einfach hier Feuerholz raus. Wir kriegen Firewood aus einem hier. Aus einem Lock. Wir hatten noch hinten noch welche. Ich hatte nämlich einen Baum hier hinter noch gefällt. Branch nehmen wir natürlich direkt mit, ne? Und ich muss mich echt konzentrieren. Ich fange schon wieder an hier. Ne? Guck, da sind sie. Machen wir mal gerade. 1, 2, 3, 4. Hier können wir wunderbar später die ganzen Werkzeuge, die ganzen Werkbänke und alles reinpacken, ne? Oder passt das auch? Das Auto passt hier rein. Das könnten wir hier reinstellen. Oder? Was könnten wir hier reinstellen? Ich mache mal gerade die Türen zu. Ich weiß nicht, machen die komischen Mistfuzzis auch die Türen auf? Oder zu ist zu? So, lass mal gucken. Hier Firewood Mount 4 machen wir mal. So. Bitte weg. Ich ja hier eigentlich Interact. Tinder, Starter, Fuel. Nee, ich will ja hier. Muss ich das hier reinpacken? Geht das? Das geht. So, aber warum geht das nicht an? Good resource for fire, it has low burning period. Click to... Was? Click task to begin. Give cooking pot about few months to winter. Das hat damit nichts zu tun. Also hier kann man nichts machen. Anscheinend reicht der cooking pot noch nicht. Oder so rum. 4 Liter Maximum. Render Fat. Ne, wollen wir nicht. Ich will das kochen hier. Aber dann scheint es doch hier unten rein zu müssen. Charcoal Storage. So, wenn ich das jetzt hier reinpacke. Ah, wir brauchen noch Matches, ne? Starter, Tinder. So, wo sind die Streichhölzer? Die hatten wir auch hier irgendwo. Bisschen was kriegen wir noch hin, ne? So. Wo sind die Streichhölzer? Haben wir hingepackt? Da, ne? 27 Stück. Ganze Schachtel voll hier. Aber das sieht schon gut aus. Wenn ich an den Grill stand, ich will hier unten ans Feuer. So, wenn ich die jetzt hier reinpacke, kann ich das jetzt anmachen. Upp. You left. Null. Warum? Ist doch drin. Ignite. Oder brauche ich beides? Zunder, ne? Wir brauchen bestimmt beides. Wir hätten mal guckt, das ist optional Tinder. Wo kriegen wir denn Tinder her? Also Zunder ist das, glaube ich, ne? So, wo kriegen wir den her? Schub, schub, schub. Speere müssen wir uns auch noch machen. Gunpowder, Salpeter, Sulfur. Das können wir doch bestimmt aus den, Dingens machen. So, hier ist es nicht bei, ne? Water Purifier. Und dieses Fass hier, das möchte ich auch gerne haben. Aha, guck mal, den können wir auch noch bilden. Dann setzen wir den mal daneben hier so. Dann haben wir den schon mal. Sehr gut. Ich hoffe, da habe ich jetzt nicht meine Axt verbraucht mit. Nein. Ah, da kann ich aber schneller Feuerholz machen. Sehr gut. Es wird, es wird. So, geh mal rein. Irgendwo hier konnten wir doch bestimmt aus den, aus der Rinde hier kannst du bestimmt, ja? A good tinder could be used to ignite fire easily. Siehste, wusste ich's doch. Wusste ich's doch. So, dann gucken wir mal. So. Rein da. Und jetzt. Success rate 60%. Okay. Was soll das denn? Jetzt müssen wir hier auch noch... Alter, Alter. So. 1:59 brennt das. Kann ich jetzt hier gucken? Tut er das jetzt hier kochen? Weil da kocht er nichts, wie man sieht. Das braucht Wasser. Da kann ich noch kein Wasser abkochen. Eigentlich stand da doch... lass mal gucken. Zumindest haben wir schon mal Feuer gekriegt, ne? Feuer haben wir hingekriegt. Used for making boiled water. Coffee, boiled food. Guck, boiled water. Also der müsste eigentlich Wasser abkochen hier. Abkochen können, so rum. So, zwei. Ich weiß jetzt nicht, ob das, gib mir mal die leere Flasche, ob ich das, ob ich warten muss und das dann herausnehmen kann. Wir machen das jetzt einfach mal so. Wahrscheinlich bin ich wieder total verkehrt. Wie sieht's hier aus? Wir haben Hunger, wir haben Durst. Das ist nicht gut. Müssen wir mal was nehmen. Gucken wir erstmal hier hinten, ja.
So, was haben wir hier? Painkiller, Zucker ist da. Den können wir mal mitnehmen. Das hier ist Antibiotika. Brauchen wir auch noch nicht. Bandagen, aber das können wir alles mitnehmen. Weil das müssen wir hinten reinpacken. Da sind noch ein paar. Blaubeeren lasse ich auch erstmal. Rifle-Ammo haben wir nicht. So, hier ist noch was zu essen. Das ist der 10. Hammer. Also Hammer haben wir so viele. Da ist auch noch was zu essen. Die ganzen Blaubeeren können wir mitnehmen. Jetzt können wir erstmal hier essen, ne? Auch vielen lieben Dank dafür. Immer erst essen, dann trinken. Weil wir sehen, Essen macht irgendwie beides voll am Anfang. So, jetzt können wir das Essen hier reinräumen. Ich finde es lustig, dass hier so ein bisschen das Gras durchguckt. Gehen da rein. Und das andere war alles Antibiotika-Zeugs hier. So, das ist Zucker. Der muss auch noch hier rein. Bitteschön. Was sind Loks? Kann ich die eigentlich auch einfach so hier in die Ecke schmeißen? Und die despawnen nicht? So. Kann ich die eigentlich hier so lagern? Wir nehmen den jetzt mal als Test. Gucken, ob der despawnt oder nicht. So. Immer Messer. Ich sagte Messer, keine Knarre hier. Das heißt, hier kocht es, aber wir können hier immer noch kein Wasser holen. Ich würde sagen, ein Blatt. Wir machen uns jetzt mal auf die Suche nach Reifen für den Wagen, ja, und einer Zündkerze. Wenn du weißt, wo die sind oder wo man die gut finden kann, darfst du es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nicht hier links suchen, sondern nochmal rechts die Straße entlang, ja. So, Durst ist immer noch nicht so gut. Erschöpfung. Wir haben 13 Uhr, das geht. Nur unsere Gesundheit, die macht mir Sorgen. Wenn da irgendwas passiert, irgendwer kommt, sind wir tot. Weil wir ja so aufs Maul gekriegt haben bei den Nachbarn, ne? So, lass mal fix auf die Straße hier und dann können wir hier nämlich Stück für Stück jedes Auto absuchen. Und da hinten, da sieht man es ganz in der Ferne, da kam ja schon wieder so eine, ach, guck mal hier. Können wir direkt. Drink. Ah, sehr gut. Gib her. Was ist hier vorne drin? Da ist noch ein Liter drin. Phil. Das dauert immer, ne? So, aber wir tun uns hier regenerieren. So. Alles mitnehmen. Reifen sind keine dran. Nein. Sehr gut. Da ist noch einer, aber der ist platt. Den können wir nicht mitnehmen, ne? Da ist auch nochmal ein Liter drin. Mitnehmen. So. Dass unser Auto irgendwann schön viel Benzin hat. Platt, platt. Nix drin. Platt. Alles platt hier. Ist doch doof. Das ist doch doof. Warum? An denen hier kann man nichts machen, ne? Nein. So. Schon wieder ein Blatt. Jetzt weiß ich sie zu schätzen. Die werden natürlich mitgenommen, ne? So, auch wenn wir ratzdifatzdi die keinen Platz mehr haben dann. Aufpassen, hier war ja auch irgendwo der Bär. An dem Auto ist nichts dran, an dem Auto ist nichts dran. Da ist wieder ein kleines Haus. Müssen auch mal gucken. Ihr hattet auch gesagt, dass dort immer gerne so Wassertanks stehen, die wir mitnehmen können. Hallo? Jemand zu Hause? Sieht nicht so aus. Ich meine, immer wenn so kurz der Sound weggeht, ne? Und es totenstill ist, meine ich immer, hier kommt irgendwie dann dieses blöde Event. Aber bisher hatten wir ja immer Glück und es kam immer irgendwie nachts. So, wieder schnell auf die Straße. Aber ich glaube, da hinten ist gut was los, ne? Da unten sind wir rumgelaufen. Da war, glaube ich, der Bär, ne? Ne, da unten sind wir rumgelaufen. Haben die Sachen hier gesehen. Durchsucht. Auch ein Blatt. Wie viele Blätter man jetzt auf einmal findet, ne? Aber ich will nicht das ganze Inventar mit Blättern und so voll machen. Weil wir wollen ja noch ein paar schöne Sachen finden. Vor allem will ich Reifen mitnehmen. Reifen. Blaubeeren, die kann man direkt essen. Wie sagt er wieder, Vorsicht vor den Bären. Oh, guck mal, da hinten laufen Leute rum. Ich glaube, die lassen wir erstmal in Ruhe. Wenn ich unsere Leben angucke, nein. Sind verdammt viele, ne?
Weiß ich nicht, was die für eine Akku-Range haben. Lassen die uns in Ruhe oder kommen die gleich gerannt? 1, 2, 3. Die würde ich erstmal aus der Entfernung mit dem Sniper ausschalten. Da gehe ich bestimmt nicht ran. Vergiss es. So, ich bin nochmal weg. Ab in den Wald. Pass auf, jetzt kommt der Bär und dann sind wir weg. Da hinten sind wieder Autos. Da wollen wir hin. Also merken, um die erstmal einen Bogen machen. Wahrscheinlich sind wir da instant tot, so gefühlt. Ein Stein. Motor. So, ich kann nicht anders. Ich muss wieder schnell dahin kommen. Mal gucken, was da... Da sind garantiert welche drin, wetten wir. Garantiert. Hallo, Herr Bär. Ich lasse sie dann mal in Ruhe, ne? Den kriegen wir bestimmt nicht klein mit unseren drei Schuss, oder? Nix drin. Was? Oh nein, ich Idiot hab den. Ich hab den Kanister hinten drin gelassen. Verdammt. Super. Ganz toll, Ede. Da ist noch eine Kiste drauf. Ich hab's gesehen. Frage ist, will ich da dran? Da ist auch noch ein Reifen drauf. Das ist der Bär. Der Bär ist weg. Wo ist der Bär hin? Die spawnen die. Ne, da unten läuft er. Okay, gib mir den Reifen. Da sind Handgranaten drin. Kiste könnten wir aber schon mal mitnehmen hier. Haben wir schon mal zwei Reifen, sehr gut. Dann durchsuchen wir erstmal hier vorne alles. Stellen wir so hin. Können wir auch mitnehmen? Nein. Naja, immerhin, ne? Immerhin. So, gib her. Vorne. Da ist noch ein Auto, was man durchsuchen könnte. Bestimmt auch viel drin, aber alles voll mit den Fuzzis, wetten wir. Was ist hier? Da ist nichts drin. Also gehe ich mal davon aus, dass die Reifen hier so rumliegen. Ja, man hört es doch schon. Oben drin, ne? Hinten drin. Lasst mich bloß in Ruhe. Lasst mich bloß in Ruhe. Auch alles Zaun, das ist eigentlich auch ganz schön hier, aber wieder nicht zu verteidigen, ne? Und ein bisschen groß, denke ich mal. Ich mag es lieber alles kompakt zusammen. So, dass man keine weiten Wege laufen muss. Kann man die Türen aufmachen? Nein. Aber irgendwas muss man aufmachen können, sonst kommst du nicht rein. Hier? Da ist niemand drin. Hallo? Hui. Oh, schickes Bett. Batterie? Nix. Nix. Noch eine Batterie. Boah, das ist echt schwer. Muss ich sagen. Da den richtigen Punkt zu treffen. Ugh. Was zu essen. Schokoriegel. Noch besser. Eine Uhr, eine kaputte. Was ist das hier? Oh, schön. Munition. Also merken, die blauen nicht, aber die grauen Türen hier. Die kann man aufmachen. Wollen wir mal gucken, wo noch welche sind. Guck mal, da sind zwei. Ja, die kann man aufmachen. Da hinten die kann man aufmachen. Wir packen erstmal das Zeug hier rein. So, bis es voll ist hier. Bitteschön. Das wäre drin. Hier nicht, ne?
Nein. Die Frage, ist das einer oder sind das zwei? Das sind mindestens zwei, wetten wir. Da hinten ist einer. Bestimmt zwei Stück da hinten drin. Ja, das sind zwei. Ich will nicht, dass die Türe aufmachen. In unserem Leben. Nicht gut. Hallo? Was ist das? Ah, Tomatensoße. Tomatensoße! Ach, halt die Klappe da drüben. Was, jetzt hat er schon ja eine große Klappe, ne? So, was ist das hier? Bottle of Water. Oh, aber leer. Toll. Dachte ich, die wäre voll. Hustekuchen. Hat aber jemand extreme Magenprobleme, du? Aber das ist auch ein gutes Versteck, wenn die Türen nicht aufmachen, ist das auch ein gutes Versteck für so ein Mist-Event. Ne? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal die Kiste und gehen damit nach Hause, weil alles voll ist. Müssen wir uns merken, wir haben hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kisten, die wir, 6 Kisten, 6 Türen, die wir durchsuchen können. Ne? So, weg vom Bär. Jetzt müssen wir gucken, in welchem Auto unser Kanister steckt, wo ich den habe stecken lassen. Ah, schlimm. Speere müssen wir uns auch noch machen. Sollen wohl nicht verkehrt sein. Uns sind easy herzustellen. Die Kollegen lassen wir, wie gesagt, in Ruhe. Da gehen wir durch den Wald hier. Eieieiei. So. Was ist das Schild? Ich wollte gerade sagen, hä? Was ist das denn? So. Jetzt haben wir leider nicht so ein großes Fass gefunden zum Abkochen, zum Vollmachen, ne, für Wasser. Müssen wir mal gucken. So, hier vorne muss ich irgendwo dann den Kanister drin stehen haben lassen. Müssen wir jetzt mal gucken. So. Weiter geht's. Is it? Hier vorne konntest du irgendwo ein Auto, ne? Die kannst du alle nicht. Ich glaube, den hier haben wir bestimmt hier stehen lassen, wetten wir. Da, siehst du, da. So. Ede wieder. Ede. Da hinten ist zu Hause, da gehen wir jetzt mal hin. Den ganzen Käse wegbringen, so langsam kriegen wir ein Lager. Für eine neue Kiste, obwohl die auch ein bisschen größer sein könnten, finde ich. Du da. So, zwei Reifen haben wir dann schon mal. Feuer brennt noch oder ist schon wieder aus? Sonst scheint schon wieder aus zu sein. E-Interact. Aber 2 Liter. 31 Grad. Wir haben halt immer noch kein... das hier ist bestimmt ganz gut. Ich denke mal, das Wasser hier, das ist nur zum Kochen. Wetten wir. So, aber wo ist unsere zweite Flasche, wenn ich mal fragen darf? Die ist hier. Die können wir gleich auch noch voll machen gehen. Den Reifen haben wir oben. So, da ist der Reifen. Pack mal ran. Bitteschön. Kriegen wir noch hin. Kein Problem. So. Ha! Zwei Reifen haben wir schon mal wieder. Das ist doch gut. Sehr gut. So, und bevor... Was denn hier? Der steht noch hier. Den hatte ich abgeholzt. So, ich möchte die beiden Flaschen noch voll Wasser machen. Dann haben wir die auf jeden Fall hier. Wir müssen gucken, wie wir das sauber machen. Vielleicht kannst du das wirklich nur in diesem Purifier machen. Drink 9V, fill the bottle. Und zwar den hier. Fill. Danke. Und den hier. Danke. So. Das heißt, lass mal gucken. Water Purifier. Ich nehme mal an, wir brauchen den hier. Auf jeden Fall. Ansonsten Purifying Unsafe Water. Ja, müssen wir gucken. 6 Metal Scraps. Ein Bucket müssen wir machen. Den können wir bestimmt wieder einfach bei uns hier machen. Wetten wir. Gucken wir mal durch. Den hier irgendwo können, aber das sind nur Häuser und so weiter. Ne? Strom. Betten.
Haben wir hier, das sind Beete. Haben wir den dann hier irgendwo? Oder müssen wir den finden? Das ist die Frage. Sieht mir nicht so aus. Ne, da müssen wir den bestimmt finden oder wir können ihn an der Schmiede machen. Eins von beiden, schätze ich jetzt mal. Sehr schön. Wie sieht eigentlich unser Leben aus? Halb. Erschöpfung, okay. Wir haben 15 Uhr. Das geht auch noch. Den würde ich gerne voll machen, aber der scheint einfach nur Deko zu sein, ne? So, machen wir Türe auf hier. Gib her. Danke. Kann ich die eigentlich auch übereinander stellen? Okay, so passt sie schon mal nicht rein. Zip. Sehr gut. Jetzt so rum. Geht. Und die kann ich aufmachen. Die kann ich aufmachen. Sehr gut. Zwei Flaschen dreckiges Wasser. Mach mal zu. Passt. Das heißt, wir haben einen Kochtopf gebaut. Wir haben wieder einiges gesammelt. Wir waren rechts mal erkunden, noch ein paar neue Sachen. Da müssen wir aber auch nochmal hin, weil wir so viel hier haben. Wieder schon wieder voll, ne? Schmutzige Wasser packe ich jetzt mal hier oben rein. So lange, bis wir es sauber machen können. So, aber das wird dann auf jeden Fall das nächste Ziel, der Water Purifier hier. Der. Steht eigentlich schon. Der ist gar nicht so groß, ne? Wo kann man den denn hinstellen? Guck mal, den können wir wunderbar hier nebenstellen, wenn man den auch reinstellen kann. Bitteschön. Firewood können wir reinpacken. 8 Stones. Ja, mal gucken. Waren die nicht hier? Nein. Nein, was ist das? Das ist Kohle, okay. Ist auch nichts drin. Und wahrscheinlich gar nichts hier, ne? Nix haben wir. Keine Steine, aber die kann man ja schnell sammeln. Und doch, da haben wir einen Stein. Juhu! Wo waren die? Aus denen hier können wir uns mal einen Speer machen. Das wollten wir ja. So, Stick. Nee. Wo ist die Waffe hier? Da, Speer. Craft yourself. 20 Minuten. Immer gerne. So, wir haben einen Speer. Den packen wir auf die 1. Sieht lustig aus. Okay. Wow. Ein Stein drin. Okay, wir sehen. Ich muss gucken, wo wir den Eimer herkriegen. Ansonsten waren wir ja heute relativ erfolgreich, finde ich. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, kannst du gerne abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.